Okay. Der Künstler als Christ und Staatsbürger heute versucht einer biblischen Einordnung. Ja, erst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das ist mir auch eine große Ehre und auch eine große Freude, hier zu sein. Und ich bin sehr gespannt auf den Austausch und auf die Perspektiven der Künstler zu dem Thema der Künstler als Christ und Staatsbürger heute. Und möchte einsteigen mit einem Zitat von Albert Einstein aus dem Jahr 1928, wo er zu Johann Sebastian Bach Folgendes vermerkte. Zitat: Was ich zu Bachs Lebenswerk zu sagen habe, hören, spielen, lieben, verehren und das Maul halten. Ich war dankbar, dieses Zitat zu finden, denn diese Kombination also von Hochachtung gegenüber dem Gegenstand und Misstrauen gegenüber der eigenen Expertise befällt mich doch angesichts des mir für heute aufgetragenen Themas, über den Künstler zu sprechen und noch dazu in Anwesenheit selbiger. Also, was kann ein Theologe Künstlern über ihr Künstlersein sagen? Was mich vielleicht rettet, ist der Untertitel Versuch einer biblischen Einordnung. Da bin ich dann wieder in meinem Bereich. Also diese enge Beziehung von Theologie und Kunst, beziehungsweise Christsein und Kunst, haben sicherlich nur wenige so verkörpert wie der von Einstein bewunderte Thomas Cantor. Wobei noch zu fragen wäre, inwieweit Bach selbst sich überhaupt als Künstler in diesem Sinne verstanden hätte. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber was man auf alle Fälle zeigen kann, ist, dass Bachs persönlicher Glaube geprägt war von der reformatorischen Entdeckung Martin Luthers. Und man kann zeigen, wie diese tiefe Überzeugung sein musikalisches Wirken durchdringt. Genau in dem Sinne hat Bach ja selbst das Ziel und die Philosophie seines musikalischen Schaffens beschrieben. Zitat: Aller Musik Finis und Endursache soll anders nicht sein als nur zu Gottes Ehre und Rekreation des Gemüts. Wo diese Endursache nicht in Acht genommen wird, da ist's eigentlich keine eigentliche Musik, sondern ein teuflisches Geplärr und Geleier. Zitat Ende. Sehr zugespitzt, aber was auffällt ist, dass dieses programmatische Statement von Bach, wohl vermittelt über Luther, schon auf Augustin zurückgeht, weil nämlich Augustin schon darin wirklich die beiden entscheidenden Funktionen von Musik erkannt zu haben glaubte. Also einmal Laudatio Dei, also das Lob Gottes, und die Recreatio Cordis, die Recreatio des Herzens. Das waren nach Augustin die beiden entscheidenden Funktionen der Musik. Und genau das benennt Bach hier, der Augustin aus dem 4. Jahrhundert eben offensichtlich über Luther vermittelt bekam. Und der Bach-Kenner und Theologe Baumann sagt, hiermit zeigt sich, dass Bach im Blick auf den Sinn der Musik völlig mit der Musikanschauung Luthers übereinstimmt. Oder anders gesagt, Musik ist Theologie, ist Verkündigung in Klängen. Zitat Ende. Von der anderen Seite her, also von der Seite der Theologie, hat 200 Jahre vorher Martin Luther diese Affinität nicht des Musikers zur Theologie, sondern umgekehrt eben des Theologen zur Musik, glaubwürdig verkörpert und auch immer wieder benannt. Luther sagt, Zitat, wer die Musik verachtet, wie denn alle Schwärmer tun, mit denen bin ich nicht zufrieden. Denn die Musik ist eine Gabe und Geschenk Gottes, nicht ein Menschengeschenk. Sie vertreibt auch den Teufel und macht die Leute fröhlich. Man vergisst dabei allen Zorns, Unkeuschheit, Hoffart und anderer Laster. Ich gebe nach der Musik, nach der Theologie, so Luther, ich gebe nach der Theologie der Musik die höchste Stelle und die höchste Ehre. Luther schreibt einmal an Johann Walter, also den, ja, man kann sagen, den Urkantor evangelischer Kirchenmusik und Herausgeber des ersten evangelischen Chorgesangsbuchs 1524. Also Luther schreibt an diesen Johann Walter Folgendes: Wenn ich nicht Theologus wäre, so möchte ich am liebsten Musikus sein. Und Luther weiß das im Kern auch theologisch zu begründen, wenn er sagt, denn wenn du entweder Traurige aufrichten willst oder Fröhliche schrecken, Verzweifelnde ermutigen, Hofffertige niedergeschlagen machen, Rasende stillen, Gehässige begütigen. Und wer kann alle diese Herren des menschlichen Herzens aufzählen, nämlich die Herzensbewegungen und Triebe oder Geister, welche zu allen Tugenden oder Lastern antreiben? Was kannst du dann Wirksameres finden als eben die Musik? Selbst der Heilige Geist ehrt sie als ein Werkzeug seines eigenen Amtes. Zitat Ende.
Man muss sagen, leider hat die evangelikale und die evangelische Theologie überhaupt sich in dieser Hinsicht kaum ein Beispiel an Luther genommen. Und ihre reflektierende Verantwortung gegenüber der Musik, den Musikern und den Künstlern überhaupt weitgehend ignoriert. Das muss man leider so feststellen. Eine der wenigen ruhmreichen Ausnahmen ist natürlich Francis Schaeffer. Vielen von Ihnen sicherlich bekannt, dieser christliche Kulturhistoriker und Kulturkritiker. Wahrscheinlich gehört zu seinen bekanntesten Werken dieser Gang durch die Kulturgeschichte, wie können wir denn leben? Aufstieg und Niedergang der westlichen Kultur, und speziell zu unserem Thema stammen von ihm zwei Essays unter dem Titel Art and the Bible. Es gab es auch mal in der deutschen Übersetzung, aber ist momentan meines Erachtens nicht mehr verfügbar. Art and the Bible mit einem Vorwort von Michael Card, das ist ein christlicher Liedermacher. Zwei hochinteressante Essays, kurz und griffig, ich werde noch einmal daraus zitieren später. Und Schaeffer begründet, und das ist jetzt wichtig für unsere Überlegung, Schaeffer begründet, warum es sich bei seiner Zuwendung zur Kunst nicht einfach um eine persönliche Vorliebe handelt oder ein spezielles Interesse, sondern um eine geistliche Notwendigkeit. Für Schaeffer ist das Thema Christ und Kunst eben kein Orchideenthema für speziell Betroffene, sondern für ihn ist es fundamental theologisch begründet. Es ist fundamental theologisch begründet im Herrschaftsanspruch Jesu Christi über das gesamte Leben seiner Erlösten. Das ist die eigentliche Begründung. Dass nämlich, wenn das Christentum wirklich wahr ist, dass es dann den ganzen Menschen betrifft und dass das sowohl sein Intellekt als auch seine Kreativität einschließt. Es ist die Herrschaft Christi, and this involves the total culture, including the area of creativity. Also, es geht um die Herrschaft Christi, fundamental, theologisch, gründlicher kann man es nicht sagen. Und insofern hat Michael Card, der ein Vorwort dazu schreibt, auch daran erinnert, dass Francis Schaeffer sie einerseits, gerade auch die jungen Künstler, immer dazu ermutigt hat, zu ihrer Kunst zu stehen, sie zu praktizieren, sie leidenschaftlich zu entwickeln. Aber sich dabei, das heißt kein Aber, und sich dabei deutlich zu machen, dass sie unter der Herrschaft Christi auch darin stehen. Aus dem Vorwort von Michael Card noch ein Zitat. He, also Francis Schaeffer, liberated an entire generation of artists, while at the same time placing us under the easy yoke of the authority of scripture, everything under the word of God. Also er sagt, es war einerseits eine Befreiung einer ganzen Generation christlicher Künstler, und zugleich hat er uns eben unter das leichte Joch der Autorität der Schrift gestellt, auch in unserem künstlerischen Schaffen. Soweit Michael Card. Und dann stellt sich die Frage, was bedeutet für den Künstler sein Christsein, zumal der Künstler, wenn er wirklich Christ ist, immer mehr Christ ist als Künstler. Also das könnte ich und müsste ich für mich als Theologen genauso sagen. Also wenn der Theologe wirklich Christ ist, wird er immer mehr Christ sein als Theologe. Und das gilt für den Künstler sicherlich genauso. Wenn er Christ ist, wird er immer mehr Christ sein als Künstler. Aber wie sind diese beiden Pole aufeinander bezogen? Und gerade wenn wir dann ja im letzten Schritt nach der aktuellen Herausforderung der besonderen Verantwortung des christlichen Künstlers heute, also Deutschland 2023, fragen, dann bin ich schon sehr gespannt auf Ihre Aspekte, die Sie einbringen. Müssen wir vorher die Ausgangsbasis klären, sozusagen, was das Künstlersein des Christen Coram Deo denn nun bedeutet. Und das heißt eben auch, was den Künstler, der Christ ist, von seinen Kollegen möglicherweise unterscheidet. Und das versuche ich nun mit Hilfe dreier Fragenkreise gewissermaßen abzuschreiben, dieses Feld. Das haben Sie auch auf dem Papier vermerkt. A, die biblische Einordnung der Kunst. B, die Sonderstellung des christlichen Künstlers und C, die Herausforderung des christlichen Künstlers angesichts totalitärer Bedrohung. Das werden die drei Felder sein und ich werde nur, es ist ja ein Impulsreferat und keine semestererschöpfende Vorlesung, werde versuchen mit einigen Thesen eine Schneise durch dieses Feld zu schlagen, das dann uns hoffentlich zum Gespräch, zur Diskussion motiviert. Also A, die biblische Einordnung der Kunst. Erste These.
Gott selbst ist der erste Künstler. Er offenbart sich zuerst als Schöpfer, der seine Welt kunstreich mit Genialität und Schönheit ausstattet. Das ist 1. Mose 1, Vers 1 und die folgenden Verse. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hier wird also die Kunst zunächst als vorfindliches Kunstwerk verstanden, als ein Teil der Schöpfungsordnung. Prediger 3, Vers 11 sagt, er hat alles schön gemacht. Er hat alles schön gemacht. Prediger 3, Vers 11. Und in Psalm 104, Vers 1 und 2, da bezeichnet Gott sich gewissermaßen selbst als schön. Also in diesem Psalm, beziehungsweise der Psalmist preist Gott als schön. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Vom Uranfang an wird also die von Gott geschaffene Welt nicht nur unter funktionalem Gesichtspunkt beschrieben, also dass sie funktioniert, sondern auch mit ästhetischen Kategorien, dass sie schön ist. Und H.R. Ruckmacher, der niederländische Kunsthistoriker, erkennt die erste Rechtfertigung von Kunst gerade darin, dass sie eben Schöpfungswerk ist. Die höchste Rechtfertigung aller Schöpfung, sagt er, ist, dass Gott sie gewollt hat. Die höchste Rechtfertigung aller Schöpfung ist, dass Gott sie gewollt hat. Und das schließt, so folgert er dann auch, die geistliche Legitimität von Kunst ein, die wir als Teil der wunderbaren Schöpfung erkennen. Das ist die erste These. Gott ist der erste Künstler. Und dann folgt daraus das zweite. Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen. Das bezeichnet die Theologie mit dem Begriff der Imago Dei, die Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen. Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen, was sich auch darin zeigt, dass ihm kreative Fähigkeiten übertragen wurden. Das ist also ein Bestandteil der Imago Dei. In Epheser 2, Vers 10 bezeichnet Paulus den Menschen selbst als Gottes Kunstwerk, interessanterweise. Poiema, ein ganz seltenes griechisches Wort. Und die Fähigkeit zur künstlerischen Gestaltung gehört dann zu den klassischen Kennzeichen der Imago Dei, die den Menschen vom Tier eben unterscheiden. Kreativität gehört grundsätzlich zum Menschsein des Menschen. Und damit verbunden erhält der Mensch nun einen einzigartigen Auftrag gegenüber allen anderen Schöpfungswerken, macht euch die Erde untertan. Das sogenannte Dominium Terrae, also diese Herrschaft in Verantwortung vor Gott über die Welt. Und dieses Dominium Terrae, das ist sozusagen die theologische Kategorie hier, gilt auch für die schöpferische Tätigkeit. Das ist ein Teil der Wahrnehmung des Dominium Terrae, also anknüpfen an dem, was Gott den Menschen zur Verfügung stellt. Gott schafft ja ex nihilo, creatio ex nihilo, aber der Mensch, anknüpfend an dem, was Gott ihm zur Verfügung stellt, hat nun die Aufgabe, die Schöpfung seinerseits kreativ zu gestalten. Schäfer formuliert es so, weil wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, sind wir dazu berufen, schöpferisch zu sein und zu wirken. Damit ist zunächst mal jede Kreativität, auch die von Nichtchristen, gemeint. Auch Kreativität von Nichtchristen ist zunächst geadelt als Partizipation an der Kreativität Gottes. Auch Kreativität von Nichtchristen ist nämlich als Teil der Imago Dei auch bei ihnen Ausdruck ihres Menschseins. Francis Schäfer erkennt diesen Zusammenhang etwa auch an afrikanischen Masken oder Silbergefäßen aus der präkolumbianischen Zeit oder chinesischen Bronzefiguren. Und er betont, dabei handelt es sich nicht nur um Kunstwerke, sondern immer auch um Expressions of the Nature and Character of Humanity. Also die Natur und der Charakter des Menschseins findet sich in dieser Kunst immer auch ausgedrückt. Und das heißt, Kunst ist also kein überflüssiger Luxus, den man dann auch mal staatlich fördern und dann mal wieder totstellen kann, sondern Kunst ist in diesem theologischen Sinne ein wichtiger Bestandteil der Entfaltung des Humanum. Ein dritter Punkt. Kunst, dritte These, hat als ein schöpfungsgemäßer Urausdruck des Menschseins, das knüpft also an These 2, nun eine eigene kommunikative Kraft, die das Herz des Menschen bewegen kann. Also, schöpfungsgemäßer Urausdruck des Menschseins,
Und so hat Kunst eine eigene kommunikative Kraft, die das Herz des Menschen bewegen kann. Ich möchte das mit einigen Beispielen belegen. Und diese beziehen sich alle passend zu unserem Gremium hier auf die Wirkung von Musik. Obwohl wir den Kunstbegriff eben jetzt nicht auf die Musik und die Musiker beschränken, aber diese Beispiele kommen aus dem Bereich. Also, kommunikative Kraft, die das Herz des Menschen erreicht. Erstes Beispiel, der russische Schriftsteller Maxim Gorki sagt über Lenin im Kontext des russischen Bürgerkrieges, Lenin habe die Appassionata von Beethoven so geliebt und sie trotzdem nach der Revolution nicht mehr oft anhören können. Warum? Lenin sah in dieser Sonate eine, Zitat, eine erstaunliche, nicht menschliche Musik. Lenin. Und wenn er sie zu oft hören würde, dann würde das seine politische Handlungsfähigkeit lähmen. Noch einmal ein Zitat, sie greift die Nerven an, man möchte liebevolle Dummheiten sagen und den Menschen die Köpfe streicheln. Aber heutzutage darf man niemandem den Kopf streicheln, die Hand wird einem abgebissen, man muss auf die Köpfe einschlagen, mitleidlos einschlagen. So zitiert Gorki Lenin. Und deshalb wolle er nicht mehr so auf die Appassionata hören, weil er dann eben nicht mehr in diesem Sinne auf die Köpfe einschlagen könne. Zweites Beispiel, Nietzsche über Bach. Er schreibt, in dieser Woche habe ich dreimal die Matthäus-Passion gehört, jedes Mal mit demselben Gefühl der unermesslichen Bewunderung. Wer das Christentum völlig verlernt hat, der hört es hier wirklich wie ein Evangelium. Nietzsche. Also kein Zufall, dass sich Nietzsche ausgerechnet auf die Matthäus-Passion beruft, denn mit der Aufführung dieses Werkes hatte Mendelssohn ja 1829, das wissen Sie besser als ich, die Wiederentdeckung Bachs wohl entscheidend mit angestoßen. Drittes Beispiel. Es mag verwundern, dass Ingmar Bergman in seinem Film Das Schweigen, der ja ein Ausdruck totaler Zerrissenheit und Kaputtheit und Verzweiflung ist, im Hintergrund die Goldberg-Variationen von Bach einspielen ließ. Francis Schaeffer rekurriert darauf in diesem Buch Wie können wir denn leben? Der deutschen Übersetzung auf Seite 203. Da schreibt er, im Jahr 63 drehte Bergman den Film Das Schweigen. In einem Interview sagt er, er sei zu der Schlussfolgerung gekommen, dass Gott tot sei und es deshalb im Universum nur Schweigen gäbe. Aber dann hat er eben die Goldberg-Variation als Hintergrundmusik verwendet. Als man Bergman in einem erwähnten Interview nach dieser Musik fragte, sagte er, Zitat, der Mensch hat in sich eine kleine heilige Stelle, die auf Musik anspricht. Und er fügte hinzu, dass in seinem Hause Bachs Goldberg-Variationen gespielt wurden, als er das Schweigen schrieb. Und dass diese Musik mit dem in Konflikt stehen würde, was in diesem Film ausgesagt werden sollte. Also offensichtlich hat Bergman es selbst kaum ausgehalten, das Drehbuch für diesen Film zu schreiben. Und seine begleitende Therapie war dann die Musik von Bach in Form dieser Goldberg-Variationen. Drei spannende Beispiele und sie zeigen wohl, dass Bergmann, aber auch Nietzsche etwas geahnt haben von der Hoffnung, die sich in Bachs Musik vermittelte, was philosophisch zu ihrer Zeit eigentlich verboten war. Philosophisch durfte man keine Hoffnung haben. Und dem tragen ja Nietzsche und Bergmann jeweils auf ihre Weise Rechnung. Und doch konnten sie die Wirkung dieser Musik sich nicht ganz entziehen. Das erinnert mich auch an die heilsame Wirkung etwa von Davids Harfenspiel für Saul. Vierte These. Die Bibel bietet viele Beispiele dafür, dass Gott einzelne Menschen mit besonderen künstlerischen Begabungen ausgestattet und zu künstlerischer Tätigkeit berufen hat. Jetzt sind wir hier bei Ihrem Kreis. Dies geschieht vor allem bei der Ausgestaltung von Stiftshütte und Tempel und bei der Gestaltung des Gottesdienstes. Also da ist immer wieder von den Begriffen Künstler, künstlerisch, kunstreich die Rede. Zwei Beispiele, 2. Mose 31 ab Vers 4 und 2. Mose 36, 1 bis 8. Das sind Beispiele, aber es gibt sehr viele weitere. Und über diese Entdeckung hat sich auch Johann Sebastian Bach sehr gefreut. Er lebte, das kann man an seiner Bibliothek erkennen, die reichlich bestückt war mit Lutherliteratur. Und dazu gehört auch eine dreibändige Lutherbibel, ergänzt mit Auslegung von Abraham Kalow. Kalow gehörte zur lutherischen Orthodoxie, das war also die Folgegeneration. Und in diese
dreibändige Lutherbibel hat Bach immer wieder handschriftliche Anmerkungen eingefügt, also so wie wir in unsere Bibeln handschriftliche Anmerkungen eintragen, hat das Bach auch getan. Und an der Stelle 1. Chronik 28, da hat er folgende Anmerkung notiert. Ich lese nochmal vor, 1. Chronik 28, da geht es um die Ordnung für den Tempeldienst, die Salomo von David gewissermaßen übergeben bekommt. Und da heißt es in Vers 20, und David sprach zu seinem Sohn Salomo, sei getrost und verzagt und richte es aus, fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Gott, der Herr, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen. Siehe, da sind die Ordnungen der Priester und Leviten zu jedem Dienst im Hause Gottes. Und wenn man dann weiter nachschaut, 1. Chronik 15, Vers 16, da ist auch explizit von den Musikern die Rede. Wieder noch später bei Josia, nochmal 2. Chronik 35. Und diesem ganzen Kontext geschuldet, schreibt Bach dann an den Rand seiner Karloff-Bibel zu 1. Chronik 28, 20, Zitat, ein herrlicher Beweis, dass neben anderen Anstalten des Gottesdienstes besonders auch die Musika von Gottes Geist durch David mit angeordnet ist. Große Freude bei Bach. Nun, im Alten Testament wird über Musik sicherlich mit dem Schwerpunkt geredet im Hinblick auf den Komplex des Gottesdienstes. Die Lieder, die Räumlichkeiten des Gottesdienstes, die Herstellung der Geräte für den Gottesdienst, Stiftshütte, Tempel, das ist der Hauptort, an dem man Kunst antrifft, aber Kunst begegnet innerbiblisch auch in einem säkularen Zusammenhang, wenn man den Begriff hier verwenden will. 1. Könige 10, Vers 18 bis 20 schildert die künstlerische Ausgestaltung von Davids Thron. Das ist ein säkularer Kontext. Anderes Beispiel ist das Hohelied der Liebe. Ursprünglich ja ein lyrisch gestalteter Ausdruck der Zuneigung zwischen Mann und Frau. Dieses Hohelied wurde sogar als Teil des Wortes Gottes aufgenommen, unter Leitung des Heiligen Geistes, und konnte natürlich später auch legitimerweise gelesen werden als Beschreibung des Verhältnisses zwischen Christus und seiner Gemeinde, eben weil die Ehe selbst ein Hinweis darauf ist, wie wir von Epheser 5 wissen. Aber ursprünglich gestaltet als lyrischer Ausdruck der vom Schöpfer ermöglichten Zuneigung zwischen Mann und Frau. So, die vierte These. Beispiele dafür innerbiblisch, dass Gott einzelne Menschen mit besonderen künstlerischen Begabungen ausgestaltet zu künstlerischer Tätigkeit berufen hat. Und dann die letzte These zur biblischen Einordnung der Kunst. Fünftens, als Bestandteil der Schöpfungswirklichkeit steht aber auch die Kunst unter den Folgen des Sündenfalls. Auch sie ist immer postlapsarisch, also nach dem Lapsus, nach dem Sündenfall zu verstehen. Wir kommen hinter dieses Datum nicht mehr zurück. Und darum ist Kunst nicht wertneutral oder prinzipiell begrüßenswert in allen ihren Erscheinungen, sondern auch Kunst kann sich in Form und Inhalt gegen Gott und gegen den Menschen wenden. Kunst kann missbraucht werden zum Götzendienst oder zur Selbstvergottung des Menschen. Die Bibel warnt immer wieder vor Bilderdienst. Das ist nicht ein Verbot des Bilderzeichnens, sondern es ist die Warnung davor, Bilder im Sinne des Götzendienstes zu verehren. Also zum Beispiel 2. Mose 20, 4 folgende. Und letztlich hebt auch Paulus darauf ab, wenn er in dieser Beschreibung der Sündenverfallenheit der gesamten Menschen in Römer 1, Vers 23 sagt, und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Also Kunst missbraucht zum Bilderdienst und zur Selbstvergottung des Menschen. Gauguin, der Maler, schrieb 1888, dass Kunstschaffen sei der einzige Weg, sich zu Gott aufzuschwingen. Und so kann Kunst auch zum Vehikel einer gottlosen Weltanschauung werden. Das beschreibt Francis Schaeffer in dieser kulturgeschichtlichen Analyse, wie können wir denn leben. Er sagt dort, die Künstler hätten seismografisch die philosophischen Umbrüche oft als erste geahnt. Und
das dann in ihrer, ja, in ihren Bildern auch sehr schnell dargestellt. Das kann man hier sehr schön nachvollziehen. Also ausgestattet mit dieser besonderen seismografischen Sensibilität wurden sie dann gewissermaßen auch zu Kündern dessen, was sich an philosophischen Umbrüchen andeutete. Also Kunst als Bestandteil der Schöpfungswirklichkeit steht auch unter den Folgen des Sündenfalls. Das ist immer mit zu bedenken. Nun kommen wir schon zum zweiten grundlegenden Kapitel, die Sonderstellung des christlichen Künstlers. Was unterscheidet nun den christlichen Künstler von seinen Kollegen? Erste These: Er, also der christliche Künstler, und in diesem Kreis darf man sich das generische Maskulinum leisten, er kennt die Quelle und damit die schöpfungstheologische Dignität seiner Kunst. Das ist ein herausragendes Merkmal des christlichen Künstlers. Er kennt die Quelle und damit die schöpfungstheologische Dignität seiner Kunst. Er hat ein persönliches Verhältnis zum Schöpfer. Er weiß, wem er die Kunst und auch seine persönliche künstlerische Begabung verdankt. Er kommuniziert mit dem Schöpfer selbst über sein Wirken als Künstler. Das markiert seine Sonderstellung zuallererst. Und daraus folgt ein zweites: Der Künstler versteht sein Künstlerdasein im reformatorischen Sinne als Berufung. Luther hat ja diesen Berufsbegriff erstmal in dieser Zuspitzung auch entfaltet und hat gesagt, alles, was ein Christ tut, sollte er als Beruf im Sinne von Berufung tun. Auch die Putzfrau wird dann ihren Dienst, wenn sie bekehrt ist, als Berufung, als Dienst für Gott verstehen. Und so soll unser ganzes Leben Berufung sein und eben heißt das auf den Künstler übertragen, im reformatorischen Sinne, seine Kunst, seine Arbeit als Künstler ist die Entfaltung einer Berufung, sonst würde er das wohl nicht machen. Und von daher versteht er seinen Dienst als Künstler, ja, als Dienst für Gott, dessen Ehre er sucht. Das ist das Zweite, und ich verweise hier auf zwei bekannte Bibelstellen. Einmal Kolosser 3, Vers 23, wo Paulus sagt, alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn, und nicht den Menschen. Und für den Künstler, der Christ ist, bedeutet, ist in diesem Alles auch seine Kunst inkludiert. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Also das heißt nicht, dass jede Kunst eines christlichen Künstlers im direkten Sinne christlich sein muss. Aber auch dort, wo der christliche Künstler säkulare Kunst schafft, versteht er sein Tun letztlich als einen Dienst für Gott, zu Gottes Ehre. Das folgt einfach aus seinem Christsein. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Zumindest wenn er dieses im Licht von Kolosser 3, Vers 23 reflektiert hat. Und dann die zweite Bibelstelle, die ich an dieser Stelle zitieren möchte, ist 2. Korinther 5, Vers 9. 2. Korinther 5, Vers 9. Wo Paulus sagt, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein. Da geht es darum, dass er einerseits schon gern heimgehen will zum Herrn, aber andererseits noch seine Aufgabe hier in dieser Welt sieht. Und daraus folgert er dann, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Also damit sagt Paulus, hier geht es um den Richterstuhl, vor dem die Christen nochmal erscheinen, nicht, wo es nicht um Rettung oder Verlorenheit geht, sondern nochmal um eine gewissermaßen letzte göttliche Bewertung unseres Lebens. Und Paulus sagt, also egal, ob wir schon daheim sind oder ob wir noch hier sind, jetzt sind wir noch hier, wir wollen wirklich das, was wir tun, damit tun, dazu tun, dass wir ihm wohlgefallen. Also, der Christ als Künstler versteht sein Künstlerdasein als Berufung und von daher als Dienst für Gott, dessen Ehre er sucht. Und das ist der Sinn von SDG, wie es Bach hinter seine Werke geschrieben hat, Soli Deo Gloria. Also das war nicht irgendwie eine emotionale Gewohnheit, sondern das war die Anwendung von Kolosser 3, 23 und 2. Korinther 5, Vers 9. Soli Deo Gloria. Drittens.
Der Künstler als Christ übernimmt Verantwortung für die in seinem Gesamtwerk sich unweigerlich vermittelnde Weltanschauung und unterwirft diese dem Kriterium der Bibel. Das ist jetzt wieder ein Gedanke, der auf Francis Schaeffer zurückgeht. Als Belegstelle 2. Korinther 10, Vers 5, wo Paulus sagt, wir nehmen als Christen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam gegenüber Christus. Das heißt, wir befragen alles, was wir denken und tun, darauf hin, ob es im Gehorsam, in der Liebe zu Christus, im Dienst für ihn geschieht. Das ist diese Totalität. Und diese Formulierung für die in seinem Gesamtwerk sich unweigerlich vermittelnde Weltanschauung, das geht zurück auf die These von Francis Schaeffer, der sagt, und das auch in dem zweiten dieser Aufsätze entfaltet, das ist nicht jedem Künstler bewusst, aber letztlich kommt im Werk eines Künstlers, also in seinem gesamten Oeuvre, wenn man so will, seine Weltanschauung zum Ausdruck. Das heißt, man muss das nicht in jedem Einzelnen seiner Erschaffungen erkennen. Aber wenn der Künstler in seinem gesamten Werk wahrgenommen wird, dann kann er gar nicht verhindern, dass das, was ihn prägt, was ihn umtreibt, das, was letztlich sein Verständnis von Welt und seinen Zugang zur Welt bildet, dass das in seinem Werk auch zum Ausdruck kommt. Und Schaeffer sagt, je größer die Kunst, umso gründlicher sollte der Christ den Inhalt der Weltanschauung überprüfen. Denn schlechte Kunst ist keine große Gefahr, weil sie nicht viel bewirken wird. Aber gute, brillante Kunst. Und Schaeffer formuliert dann, ich habe Ihnen hier mit aufgeführt, vier Kriterien, darüber kann man noch mal bestimmt diskutieren. Schaeffer ist natürlich auch, er kommt von meiner Seite, er ist Theologe und Historiker und nicht Künstler, aber er hat sich viel mit Kunst und Künstlern auseinandergesetzt. Deswegen freue ich mich auch so, dass mir diese Gelegenheit heute geschenkt wird. Also, er hat vier Kriterien formuliert, nach denen ein Kunstwerk geprüft werden könne und solle. Das erste Kriterium ist die technische Exzellenz. Technical Excellence hat er das genannt. Da würden wir als Laien sagen, Kunst kommt von Können. Dann das zweite Kriterium, sagt er, ist die Treue gegenüber der eigenen Überzeugung und Weltanschauung. Er nennt das Validity. Also, dass der Künstler sich nicht nach finanziellen Interessen richtet oder öffentliche Anerkennung, sondern ein ganz wichtiges Kriterium ist nach Schaeffer die Treue gegenüber seiner Überzeugung. Zunächst mal, was immer diese Überzeugung auch sein mag. Also die Integrität, was eben mit dem Begriff Validity bezeichnet. Dann, drittes Kriterium ist der intellektuelle Inhalt, also welche Weltanschauung wird vertreten, Content. Und schließlich viertens, die Integration, also die Stimmigkeit von Inhalt und Form. Integration of Content and Vehicle. Also inwiefern ist die Form kongenial mit dem Inhalt. Und dann bringt er ein interessantes Beispiel, wo Picasso etwa dieses Kriterium Integration in bewundernswerter Weise wirklich umsetzt. Und deswegen müsse man eben unterscheiden zwischen diesem Punkt D, Integration, was aber nicht bedeutet, dass man dem intellektuellen Inhalt und der Weltanschauung Picassos zustimmen könne. Also es ist der Versuch, das zu differenzieren und zu sagen, man muss ein Kunstwerk unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Aber der Entscheidende für seine Wirkung ist im Letzten dann doch, so meint Schaeffer, der Inhalt. Und das bedeutet eben für den Christen, dass er ja, in seinem ganzen Kunstschaffen mit der Weltanschauung, die sich darin vermittelt, sich dem Kriterium der Bibel unterwirft. Schaeffer formuliert es so, God's word binds the great man and the small, the scientist and the simple, the king and the artist. Interessant, dass er den Artist in einem Atemzug den König dann nennt. The king and the artist. Und dann, the greater the artistic expression, the more important it is consciously to bring it and its worldview under the judgment of Christ and the Bible. Also je größer die Kunst, umso wichtiger ist es, dass wir in unserer Auseinandersetzung damit es dem Urteil Christi, der gewissermaßen der entscheidende Kunstkritiker dann ist, und der Bibel unterwerfen, dieses Kriterium des Inhalts. Also, das ist der dritte Punkt. Der Künstler übernimmt Verantwortung für diesen sein Gesamtwerk, sich unweigerlich vermittelnde Weltanschauung und unterwirft diese dem Kriterium
der Bibel. Schäfer kommt bei diesem Punkt natürlich sehr stark von der bildenden Kunst her. Spannend wird es sein, ob und inwiefern das auch auf andere Bereiche übertragen werden kann. Und schließlich viertens, der Künstler lebt aus einer übernatürlichen Hoffnungsquelle und ist Teil einer übernatürlichen Trostgemeinschaft. Also übernatürliche Hoffnungsquelle, Philipper 4, Vers 13, wo Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Römer 8, 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und er ist als Christ und Teil der Ecclesia Jesu Christi, also ist er Teil in dieser übernatürlichen Trostgemeinschaft. Ich werde gleich nochmal darauf zurückkommen. Die Gemeindefrage ist auch für den Künstler, trotz dessen, dass er für Individualität steht und in gewisser Hinsicht sicher auch Mobilität. Die Gemeindefrage ist auch für den Künstler als Christ ein substanzieller Bestandteil seiner christlichen Existenz. Er braucht die Gemeinschaft und sie braucht ihn, möglicherweise gerade als Künstler. Damit kommen wir schon zu unserem letzten großen Fragenkreis, nämlich wir wollen fragen, wie steht es nun um die Herausforderung des christlichen Künstlers angesichts totalitärer Bedrohung heute? Darüber müssen wir dann natürlich ins Gespräch kommen, weil sie ja aus sehr unterschiedlichen Situationen heraus jeweils sich dieser Herausforderung stellen mussten und müssen. Wir haben in Deutschland beklagt den weitgehenden Ausfall der sogenannten Intellektuellen, und zu denen gehören die Künstler ja auch, in der Corona-Krise. Es war erschütternd, wie stark sie sich angepasst haben. Das für mich griffigste Beispiel ist Habermas, der Förderer und Forderer des ständigen Diskurses, der dazu ermutigt hat, doch mehr Diktatur zu wagen und eine rigide Totalunterwerfung gefordert hat. Habermas. Und auf der anderen Seite, um auch etwas Erfreuliches noch in Erinnerung zu rufen, umso deutlicher wurde dieses Ausrufezeichen der Schauspieler im Rahmen der Aktion Alles dicht machen wahrgenommen. Das haben viele wie einen Befreiungsschlag wahrgenommen, obwohl, auch das wissen wir, einige den Druck da nicht ausgehalten und schließlich doch vor den Dichtmachern kapituliert haben. Aber schon allein, dass es diese Aktion gab, und es hat ja auch in der Politik sehr viel Erschrecken ausgelöst, wahrscheinlich, weil denen bewusst war, die Künstler reden hier nochmal mit einer speziellen Autorität. Mit einem in bestimmten Kreisen auch speziellen Vertrauensvorschuss. Und wenn sie jetzt in die politische Arena gehen und sich in dieser Weise positionieren, dann ist das für die Dichtmacher möglicherweise gefährlich. Also viele haben das, also ich spreche hier aus den Reihen der Nichtkünstler, haben das wie einen Befreiungsschlag gesehen. Und das war auch ein Signal, das doch manchen Mut gemacht hat. Und zugleich haben wir gesehen, Künstler haben eine besondere Vulnerabilität, sind nicht die einzigen, aber sie gehören sicherlich auch zu denen, in dieser Zeit erfahren, da sie öffentliche Auftrittsmöglichkeiten brauchen, beziehungsweise für Literaten, sie brauchen Veröffentlichungsmöglichkeiten, aber sie brauchen Öffentlichkeit. Der Künstler braucht die Bühne. Er muss sich immer wieder öffentlich aussetzen, beziehungsweise als Schriftsteller heißt das, er muss publizieren. Vulnerabilität des Künstlers. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch einen kurzen Blick 90 Jahre zurück wagen, weil ein Weg, den Künstler gegenüber totalitären Regimen immer wieder gewählt haben, auch unter den Nationalsozialisten, eben jener der inneren Emigration war. Es gibt einen hochspannenden Essay dazu von Thorsten Hinz, erschienen in der Jungen Freiheit, am 9. Januar 2022, also zu Beginn des Jahres 2022. Ich kann Ihnen den auch gern zur Verfügung stellen. Und der Titel dieses Essays lautete Das schlimme Jahr. Ist eine Anspielung auf Ernst Barlachs Plastik, Das schlimme Jahr 1937. Und Hinz bezieht sich dann auch auf Barlachs Arbeiten. Er sieht diese als den vollendeten Ausdruck dafür, was es bedeutet, den Weg nach innen zu beschreiten. Der Zweifler, Wanderer im Wind, der Flötenspieler oder frierende Alte. Hinz schreibt, einige Figuren sind in einen Mantel oder Umhang gehüllt, der ihr selbst zum Ort des Rückzugs macht. Sie fallen deshalb keineswegs aus der Welt. Im Gegenteil, konzentriert und präzise registrieren sie, was darin vorgeht und ziehen ihre Konsequenz daraus. Sie meiden die direkte Konfrontation
und behaupten sich durch Kontemplation und die stille Präsenz, innere Emigration, und die stille Präsenz ihres Andersseins. Die Stärke, die aus ihnen strahlt, so Hinz, wirkt eindringlicher als die einer geballten Faust. Das eindringlichste, geradezu idealtypische Werk ist der knapp lebensgroße lesende Klosterschüler aus dem Jahr 1930. Statt des schützenden Mantels trägt er nur einen schlichten Kittel, unter dem die nackten Füße hervorschauen. Seine äußere Verletzlichkeit verstärkt den Eindruck innerer Kraft. Seine Gesichtszüge sind fein, die Schultern schmal. Auf seinen Knien liegt ein aufgeschlagenes Buch, in das er sich vertieft. Barlach. Aber Hinz muss auch zugeben, wenige Absätze danach, dass Barlach außerstande war, den inneren Frieden zu leben, den sein Klosterschüler ausstrahlt. Dass seine persönliche Existenz ja von ganz anderen Empfindungen zeugt, auch in seinen Tagebucheinträgen. Aufträge wurden storniert, Werke aus öffentlichen Sammlungen entfernt, Denkmäler abgebrochen, private Ankäufe blockiert. 1937 wurde Barlach mit einem Ausstellungsverbot belegt, sein schwebender Engel wurde aus dem Güstrower Dom entfernt, ihm wurde ein Arbeitsverbot angedroht. Und in dem Jahr notierte Barlach, dass er im Vaterland eine Art Emigrantendasein führe und eine Ausgestoßenheit erfahre, die der Preisgabe an die Vernichtung gleichkommt. Seine bisherigen Lebensvoraussetzungen seien ihm genommen. Er befinde sich im Zustand der langsamen Erdrosselung, die sich von der echten Garottierung, also von der echten Ermeuchelung, nur durch ihre Verschleierung und Bemäntelung unterscheide. Barlach erlag dem Druck, er starb 1938 an einem Herzinfarkt. Also der Weg in die innere Emigration und doch letztlich das Zerstörtwerden durch diesen Druck. Wir fragen nun unter dem Stichwort christlicher Künstler nach der Existenz, auf diese Zeugnisse hatte ich gerade Zugriff, christlicher Dichter wie Werner Berggruen, Bernd von Heiseler oder Reinhold Schneider. Ich verweise hier auf eine kleine Anthologie von Carsten Peter Thiede, herausgegeben Christliche Literatur des 20. Jahrhunderts. Christliche Literatur des 20. Jahrhunderts, wo er Texte von Berggruen, Bobrowski, von Heiseler, Jochen Klepper, Gertrud von Lefort, Reinhold Schneider und auch Rudolf Alexander Schröder abdruckt. Und dort setzt sich Carsten Peter Thiede auch mit dieser inneren Emigration der christlichen Schriftsteller auseinander, die aber eine andere war als die bei Barlach. Zu Reinhold Schneider sagt er, sagte, er könne den Weg des Volkes, er wolle den Weg des Volkes mitgehen, das auch nicht emigrieren konnte. Und er erkannte eben, dass er die Aufgabe einer geistlich-geistigen Einwirkung auf ein der Diktatur unterworfenes Volk hatte und deswegen ist er ganz bewusst geblieben. Er hat das, was er versuchte, dann später auch als literarischen Sanitätsdienst bezeichnet. Zwei Beispiele. 1934 schreibt Schneider die Erzählung Der Tröster. 1934, nachdem Schneider über die ersten Konzentrationslager informiert worden war, greift diese Erzählung die historische Gestalt des Predigers und Lyrikers Friedrich Spee von Langenfeld auf, gestorben 1635, der während des Dreißigjährigen Krieges leidenschaftlich gegen die Grausamkeiten der Verfolgungen auftrat. Es gibt in dieser Erzählung Passagen, die wie geradezu wörtliche Dokumentationen von KZ-Torturen und Volksgerichtshofprozessen wirken und denen Schneider in Friedrich Spee sein eigenes christliches Wort entgegenstellt. Diese Erzählung kursierte zunächst unter der Hand und als sie 1943 in Colmar, im besetzten Elsass, als eine der Erzählungen des Sammelbandes Die Nacht erschien, hatte sie geradezu prophetische Dimensionen gewonnen. Und Schneider legt dort dem Friedrich Spee folgendes Zitat in den Mund, mit dem er wohl seine eigene Position beschreibt. Mochten es ihm die Obrigkeiten und Richter verübeln oder nicht, er wollte nicht unter der Zahl derer gefunden werden, die der Prophet verwirft, da sie stumme Hunde seien, die nicht bellen können. Und Carsten Peter Thiede sagt, das Zitat aus Jesaja 56 als Verpflichtung für den christlichen Dichter unter der Diktatur. Also, innere Emigration ja, aber trotzdem die Verantwortung wahrnehmend einzuwirken auf die Situation. Wir wissen, dass Schneider ein enger Freund der Mitglieder des Kreisauer Kreises war und eben zu von Moltke und anderen Kontakte pflegte. Also,
Arnold Schneider. Emigration, der indirekte Weg, etwa in dieser Geschichte der Tröster, aber diese unbedingte innere Verpflichtung, sich äußern zu müssen. Und dazu gehört auch sein wahrscheinlich berühmtestes Gedicht, Allein den Betern kann es noch gelingen, aus dieser Zeit, das lese ich nochmal vor. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Denn Täter werden nie den Himmel zwingen, was sie vereinen, wird sich wieder spalten, was sie erneuern, über Nacht veralten und was sie stiften, Not und Unheil bringen. Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt und Menschen Hochmut auf dem Markte feiert, indes im Dom die Beter sich verhüllen, bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt und in den Tiefen, die kein Aug entschleiert, die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen. So das Zeugnis von Reinhold Schneider als Beispiel des christlichen Widerstandes, der diesen Auftrag sieht und der aus einer Quelle schöpft, die ihm Mut gibt, sich dem nicht zu ergeben. Und das ist hochinteressant, wenn man das vergleicht mit einem Dichter aus der nächsten Diktatur, dann Rainer Kunze. Rainer Kunze gehört zu meinen absoluten Lieblingslyrikern. Ich denke, seine Sprachgewalt und auch seinen Mut gegenüber dem DDR-Regime kann man nur bewundern. 1977 ist er dann ausgebürgert worden. Und interessant nun, nachdem ihm die Freiheit geschenkt war, zog sich fast noch deutlicher als vorher, ja, ich würde es nennen, eine noble Melancholie im Hinblick auf die Sinnfrage durch sein Werk. Also bei aller Dankbarkeit und Gestaltungsfreude, die auch immer wieder zu greifen sind, es sind wie zwei Linien. Aber es ist eine, trotz der jetzt geschenkten äußeren Freiheit, eine durchlaufende Traurigkeit auch in diesen Gedichten. Nur mal einige wenige Verse über das Haus. Dort in Bayern, wofür er so dankbar war, dass er architektonisch ganz genial mitgestaltet hat. Und darüber schreibt er nun das Haus. Nun vermietet an uns der Tod. Wir wissen nicht, wann er uns kündigen wird und wem zuerst. Wir wissen nur, alle Klagen sind abgewiesen. Oder, die sind sehr kurz, diese Gedichte, Geburtstagsbrief. Und auch dann betrügen wir uns selbst, wenn wir sagen, Auge in Auge mit dem Nichts. Das Nichts blickt nicht. Wir sind Nicht-Erblickte. Und Nicht-Angeblickte blicken wir nicht einander an. Wir sind Nicht-Erblickte. Bittgedanke dir zu Füßen an seine Frau. Stirb früher als ich, um ein weniges früher, damit nicht du den Weg zum Haus allein zurückgehen musst. Und ein letztes Beispiel. Deutsche Ballade. Das hohe Alter der Mutter sei kein Grund, zu ihr zu reisen. Gehirnschlag sei kein Grund. Nun durfte er reisen. Er hat einen Grund ganz aus Tod. Ich denke, es ist deutlich, diese Hoffnungslosigkeit, trotz der äußerlich wirklich genutzten und genossenen Freiheit. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem, was Werner Berggruen, Reinhold Schneider, Bernd von Heisler oder auch Rudolf Alexander Schröder schreiben, dann möchte ich versuchen, das, und damit komme ich dann zum Schluss, zusammenzufassen, die Herausforderung des christlichen Künstlers angesichts totalitärer Bedrohung in vier kurzen Punkten. Was hat sie sozusagen gehalten? Erster Punkt. Reinhold Schneider und seine Mitstreiter wussten sich noch unter der unmittelbaren Bedrohung gehalten von der eschatologischen Perspektive und gewannen daraus einen geistlichen Trotz im Sinne von Psalm 2. Also Sie wissen, Psalm 2, dieser Psalm, der ja auch uns als Gemeinde in besonderer Weise durch die Corona-Jahre hindurch begleitet hat, die Ansage der Herrschaft Christi gegenüber allen, die sich vermessen, menschliche Macht zu missbrauchen. Wo es dann heißt, ab Vers 8, bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschlagen.
Die Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid ein verständlicher König und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Also diese eschatologische Perspektive, sowohl im Hinblick auf die Geschichte, Christus ist der Herr der Geschichte und er wird wiederkommen und er bestimmt den Gang der Dinge, als auch im Hinblick auf die eigene persönliche Eschatologie. Mir kann im Letzten nichts Böses geschehen, weil ich in seinen Händen bin. Und ich denke, diese eschatologische Perspektive hat sie auch davor geschützt, wie das Kaninchen auf die Schlange zu schauen. Also sie haben sicherlich auch, wie wir, schwache Momente gehabt. Aber die Frage ist, was war ihre Grundhaltung? Und die gleiche Gewissheit wurde Paulus in Philippa 4, Vers 4 geschenkt. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Wo schreibt er das? Im Gefängnis. Also in dieser Freiheit vor den Umständen, die nicht immer sozusagen ein triumphales Dauerhochgefühl bedeutet haben wird, auf keinen Fall. Aber die trotzdem solide gegründet war, weil eben die Freude nicht an den Umständen hing, sondern am Herrn. Freut euch in dem Herrn, freut euch an seiner Macht, an seiner Gegenwart, an seiner Treue zu euch und an seiner Verheißung. Das ist das eine, gehalten in dieser eschatologischen Perspektive. Und ich füge eine Nebenfrage hinzu, möchte die aber noch zu bedenken geben. Könnte nicht gewissermaßen als Nebenwirkung daraus auch erwachsen, also aus dieser durch die eschatologische Perspektive gewonnenen Souveränität, was Helmut Lehten in seinem 1994 veröffentlichten Buch als Verhaltensweisen der Kälte beschreibt. Also Lehten, darauf bin ich auch durch Hinz gestoßen, untersucht dort als Literaturwissenschaftler die Reaktion deutscher Künstler und Intellektueller nach den Umwälzungen nach 1918. Und Hinz schreibt, Bertolt Brecht, Ernst Jünger, den Vertretern der neuen Sachlichkeit war das Bemühen um die Abkühlung der Emotionen und die Entmoralisierung der Wahrnehmung gemeinsam. Nur so konnten sie die inneren Spannungen auf einem erträglichen Niveau halten. Ständig sondierten sie die Lage, spähten nach Veränderungen, nach Möglichkeiten und Gefahren. Innere Migration wäre dann im Sinne der Strategie von Lehten, nochmal Zitat Lehten, das Verbot der Klage, die Disziplinierung der Affekte, die List der Anpassung, die Panzerung des Ich. Also das muss man sicherlich nochmal untersuchen und wird nicht in allen Aspekten für einen Christen so nachvollziehbar sein, aber die Grundfrage dahinter ist, wie können wir auch in unseren Reaktionen mit all diesen Ungeheuerlichkeiten und Gemeinheiten und Brutalitäten und wirklich frechsten Zerstörungen von Freiheit und Recht, wie können wir darauf in einer Weise reagieren, die man im guten Sinne mit einer gewissen Abkühlung der Emotionen, Verbot der Klage, Disziplinierung der Affekte beschreiben kann? Gerade wenn wir, ich denke, vielen Künstlern wird das ähnlich gehen, aber es geht auch Theologen so, eben von der neuesten Meldung einfach empört sind. Und ich habe das Ding dann ausgedruckt und sofort meiner Frau unten vorgelesen und darüber dann eine Kurzpropagandarede gehalten. Und meine Frau hat dann eben diesen Part der Abkühlung versucht zu spielen, in diesem Falle. Und die Frage ist, inwiefern gehört natürlich einerseits die emotionale Auseinandersetzung und der Zorn muss auch irgendwie ausgedrückt werden. Auch das ist ein Teil der Verarbeitung, auch das ist ein Teil auch, wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Aber wie kann dieser Zorn, dieser nötige Zorn in einer Weise gehandhabt werden, dass er nicht den Zornigen selbst schwächt? Dass man die Dinge wahrnimmt, dass man sie auch bekämpft, aber dass man sie doch nicht zu nah an sich heranlässt. Diese Balance. So, das ist gewissermaßen ein Nebeneffekt. Zweiter Punkt, also nochmal ausgehend von Schneider, sie wussten sich gehalten in der eschatologischen Perspektive. Zweitens, sie spürten eine Verpflichtung zum Zeugendienst gegenüber ihren Mitchristen und ihrem Volk. Das sieht man ja auch bei Schneider. Er sagt, deswegen schon kann ich nicht emigrieren, weil ich von außen keine Einwirkungsmöglichkeit habe. Wie das ja Bonhoeffer als Theologe genauso gesagt hat und deswegen eben aus Amerika zurückkam in eine Situation, die für ihn lebensgefährlich werden musste. Das war ihm auch klar.
und dann ja auch wurde. Also sie spürt eine Verpflichtung zum Zeugendienst gegenüber ihren Mitchristen und ihrem Volk. Weil sie als Christen treu waren, waren sie als Staatsbürger mutig. Und sie haben einerseits die Aufgabe auch der Mission gesehen. Das haben sie erlebt, das haben wir erlebt. Die Corona-Krise hat viele missionarische Türen geöffnet, die uns vorher verschlossen geblieben waren. Also Kontakte, an die wir vorher nicht im Traum gedacht hätten, dass wir sie jemals gewinnen könnten. Und auch die Bereitschaft, angesichts der Krise, über das, was trägt, gründlicher nachzudenken. Also die große missionarische Chance, die hier besteht. Ja, aber auch das andere, Verpflichtung zum Zeugendienst gegenüber den Mitchristen im Volk, bedeutet aber auch die Bereitschaft zur Konfrontation mit dem Unrecht. Also ich sehe nicht die Möglichkeit der Mimikry oder der List der Anpassung. Man muss ja in bestimmten Situationen listig sein, aber die Konfrontation ist auch ein Gebot des Eintretens für die Wahrheit. Und auch das hat man bei Reinhold Schneider und anderen gesehen. Also sie spürten eine Verpflichtung zum Zeugendienst gegenüber ihren Mitchristen und ihrem Volk, weil sie als Christen treu waren, weil sie als Staatsbürger mutig. Drittens und vorletztens, vielen hat die Krise umso deutlicher das Bewusstsein für die Unverzichtbarkeit geistlicher Gemeinschaft geöffnet. Auch der Künstler braucht die übrige Gemeinde und diese ihn. Und je stärker die Gemeinde und ihr Gottesdienst unter Druck geraten, umso fester muss sie zusammenhalten. Und in dieser dreifachen Verankerung, die natürlich immer umkämpft ist, nicht nur bei Künstlern, sondern auch bei Theologen. Also das erste, die eschatologische Perspektive, das zweite, die evangelistische Verantwortung und das dritte, wenn Sie so wollen, die ekklesiologische Einbindung, also die Einbindung in die Gemeinde. In dieser dreifachen Verankerung könnte es gelingen, dass unser tagtägliches Lebensgefühl nicht vom Blick auf potenzielle Szenarien und aktuelle Meldungen bestimmt wird, sondern unter dem Schutz des Herrenwortes aus Matthäus 6 steht, sorgt nicht. Sorgt nicht um den anderen Tag. Und die Begründung steht dann am Ende, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Und davor die Verheißung, es ist ja nicht nur eine Zumutung, es ist ja zugleich auch eine Verheißung, sorgt nicht, weil ihr versorgt seid. Also noch einmal in dieser dreifachen Verankerung könnte es gelingen, dass unser tagtägliches Lebensgefühl vom Blick nicht auf potenzielle Szenarien und aktuelle Meldungen bestimmt wird, sondern immer wieder auch den Schutz und den Trost dieses Herrenwortes aus Matthäus 6 erfährt. Sorget nicht und trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und diese Haltung findet sich in einem Lied, in Versen von Rudolf Alexander Schröder, der auch Kirchenlieder des inneren Widerstandes verfasst hat und mit dessen Versen ich schließen möchte. Und das ist wirklich die Hoffnung, dass Gott uns immer wieder diesen fröhlichen, trotzigen, reflektierten Mut schenkt. Es mag sein, schreibt Rudolf Alexander Schröder 1937, es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt. Er hält sein Versprechen. Es mag sein, dass Trug und List eine Weile Meister ist. Wie Gott will, sind Gottes Gaben. Rechte nicht um mein und dein. Manches Glück ist auf den Schein. Lass es Weile haben. Es mag sein, dass Frevel siegt, wo der Fromme niederliegt. Doch nach jedem Unterliegen wirst du den Gerechten sehen, lebend aus dem Feuer gehen, neue Kräfte kriegen. Es mag sein, die Welt ist alt, Missetat und Missgestalt sind in ihr gemeine Plagen. Schau dir es an und stehe fest, nur wer sich nicht schrecken lässt, darf die Krone tragen. Es mag sein, so soll es sein. Fass ein Herz und gib dich drein, Angst und Sorge wird's nicht wenden. Streite, du gewinnst den Streit. Deine Zeit und alle Zeit stehen in Gottes Händen. Soweit diese Überlegung. Ja.